Hallo, heute stelle ich euch was über Hasen vor mit der Snoopy. Oh, mein Hase. Süß, aber kleine Wilde. So. Also der Hase. Der lateinische Name von Hasen heißt Leporidae. Hasen sind Säugetiere und sie werden 25 bis 75 cm groß. Sie wiegen 500 bis 7000 Gramm und werden 5 bis 10 Jahre. Und die Snoopy ist 2. Es gibt verschiedene Hasen und jeder Hase kann verschieden ausschauen. Zum Beispiel grau, braun, weiß, schwarz oder gefleckt. Sie sind Pflanzenfresser und deshalb essen sie Gras, Kräuter, Blätter und Karotten. Hasen gibt es weltweit, außer in der Antarktis. Besonderheiten, also jeder Hase hat andere Besonderheiten. Aber die Snoopy hat lange Ohren, sie grabt tiefe Höhlen, wenn es halt draußen ist. Sie kann hochspringen, sie schlägt Haken, damit der Fuchs die Hasen halt nicht erwischt. Und sie haben buschigen Schwanz. Sie leben, also wenn der Hase Menschen gehört oder halt ein Haushase ist, dann leben sie oft in einem Stall oder in Gehegen, sonst im Feld oder im Wald in Höhlen. Natürlicher Feind ist der Fuchs, die Katze, Greifvögel und Marder. Und die Snoopy, der Snoopy Körperbau ist klein, kuschelig und dünn. Tschüss.